natürlich nicht. Entschuldigen Sie bitte. Also los, gehen wir zum Friedhof. Das wird nicht nötig sein. Sehen Sie, mein Vater liegt in der Familiengruft und... Nun, ich glaube nicht, dass Papa etwas dagegen hätte, wenn ich hier ein oder zwei Schnipsel hole. Für einen guten Zweck. Wieso sollte er was dagegen haben? Ja, Sie haben recht. Machen wir uns doch auf den Weg. Wie kamen Sie denn in diesen unangenehmen Zustand? Es ist mir ein bisschen peinlich, aber Sie haben sicher schon von Dr. Scarabus gehört. Scarabus? Der Himmel steh uns bei. War er es, der Ihnen das angetan hat? Wer sonst? Nun, wie ist es dazu gekommen? Ich habe mich selbst auf sein Schloss zum Dinner eingeladen. Natürlich als Mitglied der Bruderschaft der Magier und Hexenmeister. Und Scarabus ist der Großmeister. Sie haben doch schon von der Bruderschaft gehört? Oh ja. Ja, ja. Mein Vater war selber 27 Jahre lang ihr Großmeister. Und Scarabus war die ganze Zeit lang sein Rivale um die Macht. Das habe ich nicht gewusst. Ja, und eben wegen dieser äußerst schmerzlichen Erinnerung an jene Jahre konnte ich mich auch nie dazu entschließen, der Bruderschaft beizutreten. Sagen Sie mal, wenn Ihr Vater Großmeister war, dann können Sie doch in direkter Linie der Nachfolgeschaft den Anspruch auf die Großmeisterschaft erheben. Oh nein, da sei der Himmel vor. Nein, nein. Nein, ich bevorzuge es, meine Magie hier auszuüben. Still für mich zu Hause. Aber Sie wollten mir doch erzählen, wie das passiert ist. Oh, daran war nur der viele Wein schuld. Ich wurde ausfallend und dann begann ich, seine Fähigkeiten zu kritisieren. Ja. Und dann habe ich ihn zu einem Duell herausgefordert. In der Magie? Nun, die ganze Sache verlief vollkommen unredlich. Ich war gerade dabei, meine Zauberausrüstung vorzubereiten und da machte er nur einen paar Gesten mit seiner Hand in der Luft. Sie meinen, er benutzte dafür nur seine Hände? Ja, na und? Oh, dann ist sein Können ja noch weitaus größer, als ich es mir je hätte träumen lassen. Weit größer? Er hat betrogen. Oh nein. Nein, Dr. Bedloe. Die Magie nur mit den Gesten der Hände ist wirklich die erstaunlichste Hexerei. Oh, da kann ich Ihnen gar nicht zustimmen. Nein, gar nicht. Wenn ich nüchtern gewesen wäre, was zugegeben nicht oft der Fall ist, aber dann hätte die Geschichte völlig anders ausgesehen. Völlig anders. Und ich werde mich in jedem Fall noch an ihm rächen. Sie werden es sehen. Von ganzem Herzen, Sir, bitte ich Sie, gehen Sie an diesen Ort niemals zurück. Es ist schwierig, hier sauber zu machen, nicht? Ja, ich gehe nur selten hier runter. Oh, da ist er. Herzlichen Dank. Ich bitte um Entschuldigung. Verzeih mir, Papa. Bloß auf. Was hat er gesagt? Er hat zu mir gesagt, dass ich aufpassen soll. Auf was denn? Ich weiß es nicht. Ich schlag vor, wir gehen jetzt besser. Hm? Ja. Vergessen Sie nicht das Haar für mich. Oh. Ja. Und machen Sie schon. Ja.
pass bloß auf. Das hätten Sie auch nicht erwartet, was da unten geschehen ist, nicht? Tja, ich hatte es überhaupt nicht erwartet. Ich verstehe es einfach nicht. Warum sollte mein Vater von den Toten zurückkehren und dann sagt er, dass ich aufpassen soll? Auf was? Ich wünschte, ich wüsste es. Ich wünschte, ich wüsste es. Ja. Diese Milch. Oh, das tut mir leid. Jedenfalls muss ich noch heute Nacht zum Schloss von Dr. Scarabus zurückkehren. Oh nein, Sir, bitte, ich bitte Sie, ich flehe Sie an, kehren Sie nicht dorthin zurück. Aber er hat dort meine ganze Zauberausrüstung zurückbehalten. Und ich will Rache. Aber er ist einfach zu mächtig. Dann begleiten Sie mich. Nein. Nein, ich möchte nichts mit ihm zu tun haben, nicht das Geringste. Nein. Wie kommt das Bild dieser Frau hierher? Diese Frau? Diese Frau, Sir, war meine Frau. Und hat sie verlassen, nicht? Natürlich nicht. Und was macht sie dann bei Dr. Scarabus? Was? Aber das ist unmöglich, Sir. Sie ist schon seit über 2 Jahren tot. Ich habe sie da gesehen. Wann? Heute Abend. Nein. Oh nein. Hier bewahre ich sie auf. Mal sehen, ob sie noch da ist. Darf ich? Danke sehr. Aber ich schwöre, dass ich Sie heute Abend gesehen habe. Nein, Sie haben jemand anders gesehen. Sie war es. Nein, das ist ganz unmöglich. Es sei denn... Es sei denn was? Es sei denn, Scarabus hat die Kontrolle über Ihren Geist übernommen. Aber wieso? Um Rache zu nehmen am Haus der Craven. Nein, dieser böse Fluch muss beendet werden. Also dann kommen Sie mit mir? Ja, ich muss mit Ihnen gehen. Ich tue es für Lenores gequälte Seele. Und vergessen Sie dabei nicht meine Zauberausrüstung. Nein. Oh. Sie haben geläutet, Sir? Ja, Grimes. Bereiten Sie die Kutsche zur sofortigen Abreise vor. Ja, Sir. Und Sie brauchen etwas, das Sie vor der Kälte schützt. Nein, ich meine Kleidung. Oh. Hier. Ich denke, das wird... Nein, ich verabscheue Schwarz. Grau übrigens auch. Oh ja, tut mir leid. Was? Was ist denn mit dem Roten hier? Na ja, er ist ein bisschen auffallend, aber... Oh, ich finde ihn sehr schön. Ja, wenn Sie meinen. Ah, ist wunderschön. Vielen Dank. Er ist etwas zu lang, nicht wahr? Ja, ich bitte um Entschuldigung. Hier, lassen Sie uns den hier versuchen. Ja, der ist sehr schön. Vielen Dank. Die Ärmel sind etwas lang, aber... Ja, aber ich kann es sie festhalten. Es wird sie wärmen. Ja. Der ist sehr schön. Der gefällt mir sehr. Sehen Sie, so einfach ist das. Sie sollten unbedingt einen Hut aufsetzen. Probieren Sie den. Das ist sehr aufmerksam von Ihnen. Aber da kann ich nicht durchsehen. Das hier unten ist als Schal gedacht. Oh. Sehen Sie so. Aber ich möchte wirklich nicht an einem Hut ersticken. Verzeihen Sie. Versuchen Sie den hier, bitte. Dieses Material kann ich nicht leiden. Nun, dann den vielleicht. Oh ja, der ist gut. Passt gut zu diesem Grün. Sehr sogar.
Der ist etwas zu groß, finden Sie nicht? Ja, hier, versuchen Sie den. Ja, einer wird schon passen. Ja, der ist gut. Vater! Oh, ja, meine Liebe. So spät willst du noch aus? Ja, ich muss, mein Schatz. Doktor? Oh, Dr. Bedloe, das ist meine Tochter Estelle. Dr. Bedloe? Enchanté, ma chère. Wohin willst du, Vater? Also, das kann ich dir nicht sagen, Estelle. Das ist gefährlich, nicht wahr? Oh, nein, 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 nein. Wollen wir jetzt gehen, ich Doktor? Ich werde mitkommen. Das geht auf gar keinen Fall. Aber Vater! Nur keine Sorge, meine Teure, es wird in keinem Fall etwas Schlimmes geschehen. Vertrauen Sie nur mir. Aber Sie... Dann sehen Sie sich doch mit der Tür vor. Vater! Erasmus, wachen Sie auf! Wachen Sie! Warum tun Sie nicht irgendetwas? Warum tun Sie nicht irgendwas? Ohne meine Zauberausrüstung? Ist ja auch nichts geschehen, meine Liebe. Vater! Mein Liebling! Sagen Sie mal, wie haben Sie das denn gemacht? Das? Oh, das war nicht der Rede wert. Was soll das heißen, nicht der Rede wert? Das war einfach die aufregendste Sache, die ich je erlebt habe. Vielen Dank. Nein, Dr. Bedloe. Was ist geschehen? Willst du etwa behaupten, du weißt es nicht? Du Wahnsinniger, du Idiot! Also, was ist denn nun geschehen, Grimes? Ich war auf dem Weg zum Stall. Wie bin ich denn hier reingekommen? Sie wissen nicht, dass Sie hier reingekommen sind? Das Letzte, woran ich mich erinnern kann, ist etwas Brennendes an meinem Kopf. Etwas Brennendes? Brennend? Nun lassen wir das, Grimes. Es ist nicht so wichtig. Gehen Sie und machen Sie die Kutsche fertig. Wie kommen Sie denn darauf, dass das nicht wichtig ist? Er hat beinahe Ihre Tochter getötet. Das ist jetzt alles, Grimes. Ja, Sir. Sie lassen ihn gehen? Aber sehen Sie denn das nicht? Er hat keine Ahnung, was passiert ist. Er wurde eindeutig das Opfer einer diabolischen Gedankenkontrolle. Na, das ist doch Unsinn. Scarabus? Scarabus? Ja, meine Liebe. Ja, es ist sein Schloss, zu dem ich fahren muss. Dann werde ich mit dir fahren. Aber sie kann uns doch nicht helfen. Aber ich habe doch gar keine andere Wahl. Was ist, wenn Scarabus erneut angreift? Also, ich werde mir lieber doch etwas nehmen. Schließlich möchte ich mich dabei ja nicht erkälten. Ah! Halte mir das mal. Oh, das ist mein Sohn Rexford. Das ist Dr. Craven und das ist seine Tochter. Wie heißt sie noch? Estelle. Mademoiselle Estelle. Enchanté, mon cher. Er spricht doch fabelhaft Französisch. Ja. Und nun raus hier. Guten Abend. Aber Vater, ich habe dich gesucht. Das ist ja in Ordnung, aber verschwinde jetzt, wir haben es sehr eilig. Und was ist mit Mutter? Was soll mit ihr sein? Sie möchte, dass du nach Hause kommst. Wieso?
Ich weiß nicht, aber sie gab mir die klare Anweisung, dass wenn ich dich erstmal gefunden habe, ich dich nicht mehr aus den Augen lassen soll. Lass das jetzt sein, Reichsverordneter. Dr. Bedlow, wir müssen uns jetzt auf unseren Weg machen. Ja, wir haben es ja eilig. Warte doch. Wenn du das noch ein einziges Mal machst, dann kriegst du eine direkt auf die Nase. Dr. Bedlow, bitte. Er ist mein Sohn. Ja, ich weiß, aber wir müssen jetzt los. Dann muss ich mitkommen. Ja, natürlich, natürlich. Vielleicht möchtest du auch deine Freunde noch mitbringen. Vielleicht willst du ja auch einen Familienausflug daraus machen, nicht? Vielleicht auch deine Mutter mitbringen. Ich bin überzeugt, Dr. Scarabus wäre entzückt, wenn deine Mutter mitkommt. Dr. Scarabus? Ja, da werden wir hinfahren, verstehen Sie? Hey, Sie werden doch nicht ihn fahren lassen. Nun, ich tue es nicht gern, aber wenn nicht er, wer dann? Ich würde Sie gern fahren, Sir. Das ist aber ganz reizend von Ihnen, junger Mann. Ja, Grimes, Sie können dann hier bleiben. Ja, Sir.